Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Techno Composites. Wo ist das Problem? Ja, ihr habt uns beim letzten Mal geschrieben, dass euch interessieren würde, was die 5 häufigsten Fehler beim Einsatz von GFK sind. Und das wollen wir euch heute mal erklären. Wir fangen mal an mit den 5 häufigsten Denkfehlern, die einem unterlaufen können, wenn man das erste Mal GFK einsetzen will. Als erstes haben wir, dass man denkt, man kann Alu oder Stahlbauteile 1:1 mit GFK ersetzen. Ist ja so schön einfach, aber was ich natürlich dabei mache, ist, ich ignoriere komplett die Werkstoffeigenschaften. Metall hat immer ein Atomgefüge irgendwo, ist aufs Atom zusammengesetzt. Habt ihr irgendwo mal im Physikunterricht gehört. Bei GFK habe ich halt natürlich auch Glasfasern, die aus Atomen aufgebaut sind und Harz und Härter, aber das ist halt schon ein anderes Verhältnis. Ich habe Glasfasern, die in Längsrichtung laufen oder die immer in eine Raumrichtung laufen und ich kann natürlich auch Fasern nur in eine Richtung laufen lassen. Ich kann die als Matten kombinieren, Matten kann ich auch wieder anders aufbauen. Deswegen, das sind alles Sachen, wo ich über den Aufbau meines GFK-Bauteils bestimme, wie sind die mechanischen Eigenschaften. Und das kann man einerseits sehen als, ach Gott, ist das kompliziert. Ich kann es aber auch anders sehen als, okay, das bietet mir richtige Chancen, weil ich nur da Festigkeit und Struktur reinbringe, wo ich sie auch benötige. Und an anderen Stellen spare ich halt Gewicht. Ja, zweiter Knackpunkt wäre, man schickt einfach eine Zeichnung und sagt, bitte, das Bauteil hätten wir aus GFK, ohne dass wir irgendwelche Hintergrundinfos haben, wie es eingesetzt werden soll. Schöner Ansatz, funktioniert nur nicht, weil von Metallen kennt ihr das. Ihr habt Tabellenbücher, ihr habt vielleicht Gussformen und so. Das ist alles schon relativ genau bekannt, auch dem typischen Metallbauingenieur, wie dieses Bauteil hinterher aussehen muss. Bei GFK brauchen wir ein bisschen mehr Kommunikation. Wir müssen mit euch zusammen abstimmen, wo soll das Bauteil eingesetzt werden, welcher Witterung ist es ausgesetzt, welche chemische Beständigkeit benötigt ihr, muss es elektrisch leitend sein oder nicht, welche Geometrien braucht ihr, welche Lasten sollen aufgenommen werden. Und erst wenn wir das alles wissen, wenn wir praktisch euren Einsatzort für dieses Bauteil kennen, dann können wir auch sagen, wie wird dieses GFK-Profil aufgebaut. Heißt also, welche Harze nehme ich, welche Fasern nehme ich, welche Faserlagen habe ich, welche Zusatzstoffe müssen da rein, damit wir euch dann hinterher wirklich ein maßgeschneidertes Produkt bauen können. Dritter Fehler, dass man denkt, es gibt nur ein GFK, gibt ja auch nicht nur eine Stahlsorte oder eine Alusorte, da gibt es auch ganz viele Bandbreiten für unterschiedliche Anwendungen, genauso ist es bei GFK. Das kann auch maßgeschneidert werden für euch und das wird es im Normalfall auch, einfach wenn man sich mal überlegt, ich habe ein Profil aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Polyesterharz oder ich nehme halt Fasern aus Carbon, die deutlich mehr tragen und auch deutlich teurer sind. Da werdet ihr gewaltige Unterschiede schon in den mechanischen Leistungen sehen, aber auch im Preis. Und wenn man sich dann überlegt, okay, wir überlegen jetzt mal, packen wir da Naturfasern rein, dann ändern sich die mechanischen Eigenschaften nochmal. Weil Naturfasern können natürlich nicht in so engen technischen Bandbreiten hergestellt werden, wie zum Beispiel eine Glasfaser. Vierter Denkfehler, den man machen kann, ist, man vermutet, dass sich GFK in alle Raumrichtungen gleich verhält, wie zum Beispiel Alu oder Edelstahl. Habe ich einen Alu-Winkel, den ich irgendwo an eine Wand schraube oder einen Edelstahlwinkel, dann ist das wurscht, ob ich den so rum verschraube oder so rum an der Wand verschraube. Bei GFK ist das nicht so. Wenn ich einen GFK-Winkel habe, den ich so an die Wand verschraube und hier belaste, dann bricht der mir eher auf, als wenn ich ihn genau andersrum an die Wand schraube und so belaste. Weil einfach hier in diesem Fall die Matten gestaucht werden. Das gibt mehr Stabilität als in dem Fall, wo die Matten, die hier drin sind, auseinandergerissen werden. Ja, fünfter Fehler, den man machen kann, beim Berechnen von Strukturen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Also nehmen wir mal so einen Laufsteg. Wenn ich den berechne, im Stahlbau würde man berechnen, ja, wann kracht er denn? Wann habe ich also Materialversagen? Bei GFK ist es andersrum. Da muss ich gucken, ab wann ist die Durchbiegung zu hoch. Weil wenn ihr euch zum Beispiel auch das Video anguckt, wo wir mit dem Pickup über die GFK-Gitterroste fahren, da kann man sehr schön sehen, bevor das GFK reißt, hat es eine Durchbiegung wie ein Trampolin im Endeffekt. Also lange, 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 bevor es
durchbrechen würde, hätte es eine so starke Verformung, dass einem das eher Angst machen würde. Und das muss natürlich auch ein Statiker wissen und berücksichtigen. Diese Materialeigenschaft der Flexibilität von GFK kann mich einerseits stören. Das wäre zum Beispiel, wenn ich einen Laufsteg baue, dann möchte ich halt nicht, dass der durchbiegt und jemand Angst kriegt, weil er draufsteht, sondern da will ich nur eine ganz geringe Durchbiegung haben bei einer Last, die vielleicht bei 1-2 Millimetern liegt, damit man auch sicher rübergehen kann. Andere Eigenschaft ist es aber, wenn ich einen Katapult baue. Wenn ich einen Katapult baue, dann will ich ja gerade diese Federwirkung haben. Und da ist GFK auch genial für. Deswegen werden ja oftmals auch ja, Bögen oder Armbrüste auch aus GFK hergestellt. Da will ich halt diese Federwirkung haben, weil die mir irgendeinen technischen Nutzen bringt. Ja, jetzt habt ihr was gelernt über die 5 häufigsten Fehler, die man machen kann, wenn man über den Einsatz von GFK nachdenkt. Wir behaupten ja von uns, dass wir viel Ahnung von GFK haben. Wir wissen aber auch lange nicht alles. Wir würden aber gerne von euch wissen, fallen euch noch Einsatzgebiete ein für GFK, wo ihr sagt, Mensch, da könnte das vielleicht einen Nutzen haben oder könnt ihr mal uns erklären, hat das einen Nutzen oder nicht? Das nehmen wir dann gerne als Video auf. Schreibt uns also an, schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir mal, dass wir ein schönes Video davon machen.